Das letzte Thema des Tages ist heute nicht der DFB-Pokal, sondern die Mannschaft, die heute noch spielt, aber der FC Bayern und die Frage, wer ist Spieler der Saison? Da gibt es reichlich Kandidaten, wir gehen es mal durch. Fangen wir mal an mit Thomas Müller. Er war eigentlich schon totgesagt, zumindest eben auch von Kovac, nicht mehr so eingesetzt und dann ist er aufgeblüht ohne Ende, Vorlagenkönig der Liga. Ist er für dich vielleicht der Spieler der Saison? Also das hast du jetzt natürlich, das haben wir nicht gut abgesprochen, das hast du nicht gut aufgebaut. Weil mein Top-Favorit direkt an 1 bringst. Ach, ja, ist gleich der Top-Favorit. Finde ich ganz gut. Ja. Ich bin einfach Thomas Müller-Fan immer gewesen und freue mich irre, dass er auch seinen Spielstil nochmal kultiviert hat. Weil dieses präzise One-Touch-Fußballspiel, was er im Moment an den Tag legt, viele, viele Beispiele gibt es dafür, da entstehen ja die meisten Assists raus. Das ist brutal unterhaltsam. Echt zum Hinschauen, dann dieser Typ, der sich dann nochmal wieder aufregt und so. Ich liebe den einfach, den Burschen, und wäre für mich ein Kandidat gewesen. Also, bevor bei du mit dem Frisurwunder hier um die Ecke biegst. Genau. Also tun wir weg. Ja, genau. Coutinho wäre es vielleicht mal geworden, aber auf jeden Fall nicht, was die Leistung angeht. Also er ist quasi in der DSDF-Sprache schon Recall Final Show sozusagen. Aber es gibt ja noch ein paar andere. Goretzka. Nationalspieler, zentraler Stütze auch des FC Bayern, aber kann der gegen Müller anstinken, was den Titel angeht? In meiner Beobachtung hat ja Flick etwas geschaffen, was Lewandowski zu Recht beklagt hat. Er hat gesagt, es kann nicht sein, dass wir hier mit einer Achse spielen, die heißt neuer Lewandowski, sondern da hat er dazwischen welche gepackt. Und da spielt Goretzka eine wichtige Rolle, da spielt übrigens auch Alaba eine wichtige Rolle und eben auch Thomas Müller. Und deswegen ist da das Gefüge so gut in dieser Truppe und deswegen spielen sie so, wie sie jetzt seit Flick aufspielen in weiten Teilen. Das ist stark und deswegen ist Goretzka vielleicht ein bisschen unscheinbar. Ich meine, mittlerweile sieht er aus wie ein Bodybuilder, aber ich glaube nicht, dass er es drauf schon auf die Eins schafft, aber ist ein wichtiger Spieler geworden in dieser Saison. Für mich der Überraschungsspieler der Saison, weil mit Alphonso Davies, 19 Jahre, kam aus Kanada, alle haben gedacht, naja, gutes Talent, aber was der gemacht hat, ist doch sensationell. Also unter Shootingstar der Saison ist er doch die Eins. Ja, das kann man, glaube ich, wirklich sagen. Da haben die Bayern mal irre was richtig gemacht. Da muss man sie mal loben in der Entwicklung eines Spielers. Sie kaufen einen offensiven jungen Burschen und merken dann, boah, mit Robben, Ribéry und so, das funktioniert das nicht. Und lernen den um zum Verteidiger. Und der spielt dann so überragend. Überragend. Also das ist wirklich eine richtig strategisch gute Entscheidung. Ich wette, da haben sie sich zusammengesetzt, die Trainer haben sich überlegt, den bauen wir um. Das musst du dem Jungen erstmal erklären. Du machst nicht mehr vorne die Tore, wie dein ganzes Leben in Kanada. Ja. Hat wahrscheinlich 72 Tore in der A-Jugend gemacht, irgendwo in der Toronto Südliga. So, und jetzt muss er plötzlich da hinten rumrennen. Aber das macht der fantastisch. Aber Newcomer of the Year ist nicht der Titel, den du heute vergeben willst. Nein, das stimmt. Aber wir gehen mal andere noch durch. Auch ein Nationalspieler, Serge Gnabry, gerade international mit starken Auftritten. Ah, hat er eine Chance oder ist es ein sehr, sehr guter Bestandteil der Bayern, aber nicht der herausragende Spieler. Stimmt, Punkt. Gut, machen wir. Dann natürlich er. Er kann noch ganz historisches schaffen. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski mittlerweile bei 30 Toren. Gerd Müller muss zittern, dass sein Uraltrekord tatsächlich fällt. Ja, er ist seit Jahren. 3 Tore mal pro Spiel, glaube ich, ne? Aber ja, nein, es sind gar nicht so viel. Also, 42 hat, glaube ich, Müller. Egal. Genau, also er hat auf jeden Fall da noch eine Herausforderung und trotzdem, obwohl er so lange schon dabei ist, finde ich, ist das nochmal eine Saison, wo man sagen muss, es geht weiter nach oben. Ja, aber so dominant, wie die Bayern spielen und so viele Tore, wie sie machen, da ist er natürlich Bestandteil. Aber wenn du einen Weltklasse-Stürmer da in der Mitte, in der Zentrale hast, dann netzt der jetzt halt automatisiert, weil die kreieren so viele Chancen. Da macht halt auch jeder ein Tor, wenn du jetzt schon 82 hast. Also ich meine, das wird irgendein Rekord werden. Ist aber für mich nicht so eine herausragende Position innerhalb des Gefüges. Wie gesagt, ich fand es stark, dass er dieses Jahr ist er der große Trick, dass Bayern das Ding wirklich so im Herzen wie noch nie vielleicht. Ja. Das ist zu spüren, aber ich weiß nicht. Ich habe ja meinen Kandidaten schon gehabt vorne. Ich kann jetzt ja die anderen nicht auch noch alle stark reden. Na gut, aber eine klasse Saison spielt auf jeden Fall. Vielleicht eben dann auch eine für die Geschichtsbücher. Absolut. Joshua Kimmich ist ja auch als Typ einer, der, du hast ihm gesagt, Mensch, der eine oder andere wird mittlerweile immer breiter. Verbal war er eh schon immer breit, auch in jungen Jahren. Hat sich immer auch als Leader gesehen. Ist das mittlerweile auch? Ja, die Rolle spielt er, die Rolle nimmt er an. Und ich finde es auch schön, dass einer mal aus der zweiten Garde die Rolle annimmt. Das wird ihm nicht gelingen, wenn die anderen ihn nicht die Rolle annehmen lassen. Da musst du bei den Bayern schon aufpassen. Ja. Wenn du da zweimal aufdeckstest, dann kommen die alten Jungs um die Ecke und sagen, Junge, jetzt stell dich mal wieder hinten an. Genau. Ja? So, ihm ist es aber gelungen offensichtlich mit Leistung, die er auch durch kämpferische, durch Einsatz und so dokumentiert. Und das kommt natürlich auch an, auch bei den Fans an, wenn sie normalerweise im Stadion sind. Das ist natürlich schon auch ein wichtiger Typ. Der spielt auch in dieser neuen Struktur bei Flick eine Rolle. Aber nein, ich bleibe bei meinem Thomas. Also er bleibt bei Thomas Müller. Dirk Simmermann sagt, er ist der Bayern-Spieler der Saison. Ihn wollen wir aber auch nicht vergessen. Auch wenn er kein Spieler ist, ist er vielleicht die zentrale Bayern-Kraft dieser Saison?
hat ja immerhin 150 Bundesligaspiele für die Bayern gemacht oder gut, so. Ja, ist länger her. Ist aber her. Ja, natürlich eine zentrale Kraft, eine tolle Entscheidung. Und das dabei jetzt zu bleiben, super. Bayern macht viel richtig, sieht man an der Tabelle. Das war 2 nach 10 für heute. Euch einen schönen Pokalabend und wir sehen uns morgen wieder.